Man sieht dich nicht. Yes. Hallo ihr Lieben, wir haben dieses Wochenende ganz spontan entschieden, in den Schnee zu fahren. Und das, was ihr hört, sind natürlich keine Schneeflocken, das ist Hagel. Ja, muss man aber auch durch. Zumindest haben wir uns dafür einen VW Amarok 3 Liter TDI mit einem 6-Zylinder-Motor und einer 8-Gang-Wandlerautomatik besorgt. Und das Beste an dem Auto war natürlich die Standheizung, die ich das erste Mal richtig ausprobieren konnte. Wir möchten euch jetzt ein paar Eindrücke geben, wie Winter auch aussehen kann. Und wünschen dabei ganz viel Spaß. So, wir sind jetzt in so einen Waldweg reingefahren und sind jetzt irgendwo auf einer Wiese gelandet. Das Gute ist, mit dem Amarok, mit permanentem Allradantrieb, ist das überhaupt kein Problem. Seht ihr, wie gemächlich. Stellt euch das mal vor mit einem Polo GTI. Also so, mit so einem Auto seid ihr immer gut gerüstet. Jetzt wenden wir hier mitten auf dem Acker und fahren wieder zurück. Also hier Sackgasse gibt es beim Amarok nicht. Top! B305 Berchtesgaden, Bernau zwischen Ruhpolding und Reitenwinkel in beiden Richtungen sperren wegen Lawinengefahr. Es gibt eine Umleitung. Die Staatsstraße Schondau, Kaufbeuren ist zwischen Sachsenried und Osterzell in beiden Richtungen wegen umgestürzter Bäume gesperrt. Wir sind jetzt in Tschechien und ihr habt ja gesehen, wie wir vor dem Schneemobil hergefahren sind und es ist schon ein bisschen Schnee abgefallen, aber guck mal, wie der Schnee hier drauf liegt, richtig dick. Deswegen funktionieren auch die Parkpiepser nicht mehr richtig und die Scheinwerfer sind komplett blind hier. Das ist echt geil. Das ist echt geil. Winter in Deutschland oder jetzt eben hier auch in Tschechien. Ihr Lieben, wir sind aus Tschechien zurück. Der Schnee fliegt hier alles ab. Es ist echt anstrengend, bei so einem Wetter zu fahren, vor allem auf der Bundesstraße, weil da meistens nicht geräumt ist und die Leute nicht dann trotzdem versuchen zu überholen. Das ist einfach schrecklich. Wir fahren jetzt nach Regensburg, wo wir auch die Nacht verbringen werden. Ja, und ich hoffe, ihr habt auch so tolles Wetter wie wir hier. Es hat unheimlich viel Spaß mit dem VW Amarok im Schnee gemacht und ich kann wirklich sagen, es ist wirklich ein schneetaugliches Fahrzeug. Also auch mit dem Allrad und dem hohen Radstand kann man wirklich einfach, wie ihr gesehen habt, überall wenden. Allerdings für die Stadt ist es nicht gedacht, das muss man schon ehrlich gesagt sagen. Also in Regensburg zu parken war
schon an sich recht spannend, ja. Dennoch hat es uns gefreut, dass ihr auch wieder dabei wart. Wir wünschen eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.